Die Volatilität an den Märkten hat zuletzt wieder zugenommen. Was sagt uns das Angstbarometer? Und kommt jetzt ein heißer Herbststurm? Das bespreche ich mit Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG aus Eschweiler zugeschaltet. Christian, grüß dich. Hallo Manuel. Ja, und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk. Christian, blüht uns jetzt ein heißer Herbst? Eigentlich sind so die Monate um Oktober bis zum Jahresende ja gute Monate. Ja, das haben wir jetzt ja auch zuletzt gesehen. Der September war erwartungsgemäß schwach. Ja, es ist ja im Grunde bekannt, der September gehört zu den schwächsten Monaten. Ja, und seinem Ruf ist er nun mal auch gerecht geworden. Ja, diese sogenannte saisonale Schwäche dauert statistisch betrachtet so bis zum 4. Oktober. Also das haben die Berechnungen der letzten Jahrzehnte ergeben. Und dann ab dem 5. Oktober beginnt eigentlich mathematisch berechnet die sogenannte Herbstrallye, die dann später in die Jahresendrallye übergeht. Das heißt also, das Schlussquartal ist eigentlich sehr gut in der Vergangenheit mit deutlichen Kursgewinnen. Und Christian, du hast uns ja auch das Angstbarometer mitgebracht. Was ist das denn und was sagt es uns? Ja, das, was wir als Angstbarometer bezeichnen, ist der Volatilitätsindex auf den DAX, kurz VDAX New. Und ja, da sieht man natürlich sehr schön nicht nur die Volatilität, sondern auch die Stimmung der Anleger, die Schwankungsintensität. Ja, und gerade in unruhigen Zeiten steigt die Volatilität. Und wenn wir uns das mal auch im Diagramm genau anschauen, da habe ich mal den DAX und den VDAX dargestellt. Da sehen wir gerade in der jüngsten Vergangenheit sehr schön, die Volatilität steigt, der DAX fällt. Ja, die Belastungsfaktoren, die ja daran mangelt uns momentan nicht. Und das führt letztendlich dazu, dass die Anleger zuletzt doch etwas vorsichtiger geworden sind. Die Volatilität nimmt zu. Und auch in der Vergangenheit war das so, dass wir dann, wenn die Volatilität sehr stark zugenommen hat, der DAX dann halt gen Süden geschickt wurde. Und das ist, was uns das Angstbarometer zeigt. Wir können auch so sagen, ab Werte von 22 befinden wir uns in unruhigen Gewässern, in unruhigen Märkten. Und das ist aktuell der Fall. Und daran hat sich auch in den letzten Tagen ja überhaupt nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Die Volatilität ist weiter gestiegen. Die Verunsicherung ist da. Und ja, wie gesagt, ob wir dann natürlich einen Herbststurm sehen werden, das bleibt natürlich abzuwarten. Statistisch betrachtet beginnt jetzt dann im Oktober die gute Phase. Allerdings sehen wir aber auch, dass die Volatilität uns signalisiert, es kann aber auch mal ziemlich unruhig werden. Ja, und Anleger hängen auch momentan an jedem Wort des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Da sind ja auch Renditen angezogen in den USA. Das hat auch dann wiederum Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Wie siehst du das? Ist das ein wichtiges Thema für die Märkte? Im Augenblick auf alle Fälle. Das Hauptthema ist ja nun mal die Zinsangst und natürlich logischerweise auch die Inflationssorgen. Die Inflation liegt dauerhaft aktuell in den Vereinigten Staaten über dem Zielwert von 2%. Das ist das Ziel von der Federal Reserve. Und vor einiger Zeit, vor einigen Wochen und Monaten hatte Fed-Chef Powell noch die Märkte beruhigt und gesagt, das sind alles nur Basiseffekte, das ist nicht von Dauer. Jetzt zeichnet sich doch allmählich ab, dass die Inflation vielleicht doch von Dauer ist. Und ja, die jüngsten Aussagen von Powell war ja schon, ja, wir könnten an der Zinsschraube drehen. Und in Erwartung dessen haben natürlich die Renditen amerikanischer Staatsanleihen angezogen. Und ja, da haben wir natürlich dann auch für mehrere Assets, für mehrere Vermögensklassen natürlich immense Auswirkungen, die wir aktuell jetzt schon sehen. Das heißt, ein Diagramm, was ich da mal mitgebracht habe, sehen wir dann auch sehr schön die Wechselwirkung
zwischen den Renditen in den Vereinigten Staaten und dem US-Dollar. Hier dargestellt durch die Rendite zweijähriger Staatsanleihen. Und dort sehen wir auch sehr schön einen Gleichlauf. Das heißt also, wenn die Renditen in den Vereinigten Staaten steigen, dann steigt auch der US-Dollar und mit Auswirkungen natürlich auf andere Assets. Du sprichst das schon an, wenn der US-Dollar steigt, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Rohstoffmärkte? Ja, Rohstoffe reagieren natürlich etwas mitunter allergisch auf einen steigenden US-Dollar. Nicht alle Rohstoffe, muss man natürlich sagen, da gibt es auch Unterschiede. Insbesondere Edelmetalle, insbesondere Gold reagiert da äußerst ungehalten, wenn der US-Dollar steigt. Gold ist ja nicht nur ein Rohstoff, ein Edelmetall, sondern letztendlich auch eine Währung. Und im Diagramm sieht man dann sehr schön auch hier wiederum die Wechselwirkung zwischen beiden. Das heißt also hier der Performance-Chart Gold versus US-Dollar. Und hier haben wir ein Auseinanderdriften der Zeitreihen. Wir bezeichnen das in der Statistik als inverse Korrelation, negative Korrelation. Kurzum erklärt, steigt der US-Dollar, fällt der Goldpreis. Und das sehen wir aktuell seit einigen Monaten, dass der Goldpreis einen Abwärtstrend aufweist, aber der US-Dollar einen Aufwärtstrend. Und wenn sich die Situation so fortsetzt, wo wir auch in der Chartanalyse von ausgehen, dann könnte das bedeuten, dass der Goldpreis durchaus noch unter Druck oder weiter unter Druck geraten könnte. Jetzt gibt es die ersten Prognosen fürs kommende Jahr. Einige Analysten sehen den DAX recht positiv, so auf 17.000 Punkte steigen. Wie siehst du das? Ist das realistisch oder gibt es zu viele Unsicherheiten? Gehen wir erstmal wieder nochmal zurück. Was denkst du, wie schätzt du die Lage ein? Naja, Unsicherheiten wird es immer geben, solange es die Börse gibt. Wenn ich noch daran erinnere, wie war die Situation im Januar dieses Jahres, ne, da war natürlich das Hauptthema die Pandemie, ist immer noch ein Thema, aber letztendlich Anfang dieses Jahres war das wirklich ein, wenn nicht sogar das zentrale Thema. Unsicherheiten gab es genug, Wachstumssorgen, Infektionszahlen und weiß der Teufel noch alles. Daran wird sich nicht viel ändern. Was wir aktuell sehen, sind ganz einfach weitere Belastungsfaktoren. Wir sehen aktuell eine Korrektur an den Aktienmärkten, nicht nur beim DAX, beim S&P. Wir sehen das im Grunde eigentlich weltweit und natürlich auch ein bisschen jetzt unterstützt durch die Saisonalität, also den schwachen Verlauf im September, der jetzt ja nun mal abgehakt ist. Das heißt, wir schauen jetzt ein wenig nach vorne. Natürlich, die Saisonalität ist nicht der einzige Grund, der einzige Faktor. Die Inflationssorgen, die Zinsängste, das spielt alles weiterhin eine Rolle. Natürlich auch, wie ist die Situation in China? Ich darf jetzt hier nur mal praktisch den Immobilienkonzern Evergrande hier ins Spiel werfen. Wie sieht es da aus? Schützt Peking das Unternehmen? Geht das Unternehmen vielleicht pleite? Entsteht dadurch letztendlich eine Immobilienblase, die dann platzt und rüberschwappt? Das sind natürlich alles Faktoren, die uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden. Letztendlich aber ist der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten weiterhin intakt. Natürlich, klar, irgendwann werden die Notenbanken an der Zinsschraube drehen. Es wird Liquidität abgezogen, aber im weiteren Verlauf vielleicht auch unterstützt durch eine Herbst- und Jahresendrallye könnte es weiter aufwärts gehen. Falls wir, und da komme ich jetzt nochmal auf die Charttechnik zu sprechen, falls der DAX es schafft, das bisherige Allzeithoch vom Freitag, den 13., also der Tag, der den Anleger doch Glück gebracht hat, wenn wir dieses Hoch nachhaltig überwinden, dann kann es nochmal vielleicht im letzten Impuls nochmal in Richtung 17.000 gehen. Ja, also einiges, auf das wir wieder schauen können im Positiven und Negativen. Es bleibt spannend an den Märkten. Danke an Christian Henke, Senior Market Analyst von IG, zugeschaltet aus Eschweiler. Sehr gerne. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt's noch auf ig.com. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.